Hallo zusammen, ich bin Jana und ich habe eine kleine Sequenz für dich, wie du am Arbeitsplatz, zu Hause, auf der Couch, vor dem Mittagessen, nach dem Frühstück, am besten vor dem Frühstück ein bisschen dein Becken mobilisieren kannst. Du sitzt am besten auf einem Stuhl, der ist jetzt sogar ein bisschen niedrig, darf gerne höher sein, aber wenn es eine Couch ist, sieht es vielleicht so aus. Es geht in jedem Falle. Du rutschst ein bisschen nach vorne an die Kante und lässt dein Becken kippen. In jede Richtung. Nach vorne und nach hinten. Und gerne mit geschlossenen Augen. Spür ein bisschen nach innen. Spür in dein Becken. Spür zu deinem Baby hin. Gerade wenn du viel sitzt, wenn du gerade noch beim Arbeiten bist im Büro oder auch wenn du viel stehst, dann ist es immer wieder gut, dein Becken zu mobilisieren. Und wenn dein Bauch schon sehr groß ist, dann macht es ja vielleicht Spaß, dir vorzustellen, wie dein Baby mit jedem Mal kippen einen neuen Impuls bekommt durch die Bauchdecke. Ups. Vielleicht ein bisschen zur Seite ausweicht. Und die ganze Zeit dabei atmest du ganz genüsslich durch die Nase ein und durch die leicht geöffneten Lippen wieder aus. Dann kannst du ein bisschen weiter auf die nächste Kante kippen, sodass du eigentlich nur mit der rechten Pobacke noch sitzt. Dann schiebst du dein linkes Bein nach hinten. Hierfür das linke Bein muss frei sein, kannst dich gerne vorne am rechten Knie festhalten. Es geht um die linke Leiste. Und dann probierst du, dein linkes Bein ganz sanft zu strecken. Es muss sich überhaupt gar nicht ganz strecken. Vielleicht ist dir das zu viel, dann ein bisschen weniger. Und gerne kannst du hier auch so ein bisschen pulsierend Knie beugen, ein bisschen strecken, ein bisschen beugen, ein bisschen strecken, ein bisschen beugen, ein bisschen strecken, ein bisschen beugen, ein bisschen strecken. Mach's gerne noch ein bisschen weiter, rutsch nach vorne, nimm die Knie so die Beine auseinander und tauch ab. Lass dich nach vorne fallen, die Hände auch gerne nach vorne, ganz egal, oder aufgestützt. Der Kopf hängt und du atmest ganz tief in dein Becken, in den Bauch, bis in den Schritt. Und auch da wieder, lass den Atem einfach kommen. Und wenn du es dynamischer magst, dann lass kleine Wellen entstehen. Roll dich auf und ab und auf und ab und auf und ab. Und dann kommt natürlich die nächste Seite. Die linke Pobacke ist noch auf deinem Hocker, auf deinem Stuhl. Das rechte Knie fällt nach unten. Der hintere Fuß ist aufgesetzt. Und dann probiere vorsichtig, die rechte Ferse nach hinten zu schieben, um die rechte Leiste zu dehnen. Du guckst aber mit deinen Schultern nach vorne. Und auch hier wieder kannst du gerne so ein bisschen pulsieren, beugen, strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, so viel du willst, wie es für dich angenehm ist. Schön hier in die Leiste hineinspüren. Und dann komm wieder nach vorne. Und zum Abschluss noch was für die Füße. Du sitzt wieder breit. Bisschen wie so eine Spinne und kommst abwechselnd mit den Füßen auf den Ballen. Rechts, links, rechts, links und gerne so ein bisschen, als würdest du was kneten wollen. Schieb den Ballen in den Boden. Gerne nochmal beide. Überall im Büro, wenn keiner guckt, zu Hause. Wo du möchtest, wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Würde mich freuen, wenn wir uns hier mal sehen. Mach's gut.